Erstmals in Europa zu sehen sind die Werke des amerikanischen Starfotografen Greg Gorman. Der 62-Jährige präsentiert demnächst in Graz mehr als 200 Fotografien. Berühmt sind aber nicht nur diese selbst, sondern auch diejenigen, die darauf zu sehen sind. Eine alte Industriehalle in Graz. Drinnen liegt Al Pacino noch auf dem Boden. Die Streisand lehnt vorerst neben Robert De Niro. Elton John hängt bereits an der Wand. Und der, der diese außergewöhnlichen Fotografien geschaffen hat, ist auch schon persönlich da. Auf Einladung von Christian Jungwirth zeigt der US-Amerikaner Greg Gorman seine Ausstellung A Distinct Vision erstmalig in Europa. Zu sehen sind in Graz mehr als 200 Fotografien der letzten 40 Jahre, die zu den bekanntesten und berühmtesten der Welt zählen. Ich war nie gut darin, etwas zu fotografieren, mit dem ich nicht kommunizieren konnte. Darum habe ich hauptsächlich Porträts fotografiert, vor allem mit Persönlichkeiten aus dem Musik- und Filmgeschäft. Greg Gorman, 62 Jahre alt, hat Fotojournalismus sowie Filmkunst studiert und sich bald auf Porträts mit Berühmtheiten und Aktfotografien spezialisiert. Auffallend, Gorman setzt den zentralen Fokus fast ausschließlich auf das Modell, schafft Effekte lediglich durch das gezielt eingesetzte Licht. Ich arbeite gerne mit Licht und Schatten. Viele meiner Fotos sind sehr dunkel, weil ich grelles Licht vermeide und eher mit dem Schatten versuche, Akzente zu setzen, um das Modell wie eine Skulptur wirken zu lassen. Wissen, dass der Amerikaner seit einiger Zeit auch in Seminaren an seine Studenten weitergibt. In Graz sind die Fotografien von Greg Gorman von Samstag bis Jahresende täglich in der Halle 8 in der Wagner-Biro-Straße in der Nähe der Listhalle zu sehen.